da ging es ja jetzt gerade schön in den Breakdown rein, auch mit so einem schönen Blech. Also das ist einfach echt in dem Song einfach immer muah, so, ah, Jacques Cusel. Gute Musik zum Moschen und Ziegeopfern. Auch als dieser eine Part reingesetzt hat, richtig heavy, Alter, richtig, ah. Genau, der nächste Track. Defocus mit Common Grave, die sind bei Rising Empire, glaube ich, auch relativ frisch gesigned, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ich hatte auch mit denen geschrieben gehabt, dass ich eine Reaction, ob ich eine Reaction zu denen machen kann, wenn ich mich jetzt nicht irre. Common Grave ist am 12.03. rausgekommen. Kann sein, dass sie danach auch noch Tracks rausgebracht haben, aber auf den wollte ich auf jeden Fall die Reaction machen, weil wir da, glaube ich, auch irgendwie geschrieben hatten oder so. I don't know. Aber auf jeden Fall hören wir da mal rein. Ich meine, die Band kenne ich noch nicht, um so ein jetzt zu checken, wie die Band ist und so. Ist ja egal, auf welchen Track wir darauf reagieren. Ich glaube, die bringen auch ein Album raus, wenn ich mich nicht irre. Oder? Kommt dann... Ja, ja, genau. Upcoming Album In the Eye of Death, We Are All the Same. Und das ist auf jeden Fall eine Single aus dem Ding. Oh, warte, wann kommt das Album? Ah, okay. 2. Juli. Ich dachte schon, das kommt morgen. Aber nee, kommt morgen in einem Monat. Aber wir hören jetzt mal in den Track rein. Ich bin gespannt. Wird wahrscheinlich ein bisschen mehr auf die Fresse jetzt als der erste Track. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Let's go. Ich bin schon mal hardcore-mäßig irgendwie. Ja, also auf jeden Fall schon mal gut heavy, straightforward, so, ja, irgendwo im Bereich Metalcore, vielleicht ein bisschen Hardcore angehaucht und so, auf jeden Fall schön heavy, so, bisher nur Screams, mal gucken, ob da noch irgendwie Clean Vocals reinkommen oder ob das eher so ein Mosh-Ding ist, also was einfach nur rein so auf Heaviness und Mosh-Parts und so geht, aber bisher auf jeden Fall schon mal nice, so, klingt gut, auf jeden Fall, da kann man sich nicht beschweren, auf jeden Fall gespannt, wie es jetzt noch weitergeht, gerade auch als dieser eine Part reingesetzt hat, richtig heavy, Alter, richtig, ah! Oh, let's go. Boah, da ging es ja jetzt gerade schön in den Breakdown rein, auch mit so einem schönen Blech. Also das ist einfach echt in dem Song einfach immer muah, so, ah, Jacques Cusel. Jetzt hatten wir hier, ich denke mal, dass das der Refrain war, hatten wir auch so ein bisschen Clean Vocals im Hintergrund, so. Keine Ahnung, für mich darf es gerne ein bisschen mehr Clean Vocals sein, so, wenn es einfach darum geht, ob ich jetzt Musik dann viel höre oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall nice, so, und es, keine Ahnung, fand es aber auch geil, dass da so ein bisschen diese Clean Vocals noch im Hintergrund waren, hat dem Ganzen irgendwie so ein bisschen mehr Tiefe gegeben, finde ich, auf jeden Fall nice. Boah.
Alter, dieser Aufbau immer. Aufs Maul jetzt. Ah, nice. Also auf jeden Fall nice. Safe. Da ist auf jeden Fall der Like da. Auf jeden Fall. Das ist ja ein nices Ding. Klingt geil. Klingt heavy. Hat so ein bisschen, keine Ahnung. Also es ist eher so ein Mosch-Ding auf jeden Fall. Ja, der Ritter schreibt doch in den Chat, gute Musik zum Moschen und Ziegeopfern. Also ich glaube, das mit dem Ziegeopfern ist, nee, würde sehe ich jetzt nicht so. Das ist nicht Black Metal genug. Nee. Die Ziege opferst du im Black Metal. Im Metalcore opferst du nicht die Ziege, sondern die Ziege opfert dich. Ah, nee, warte. Hä, was? Nee. Hä? Was habe ich jetzt schon wieder gesagt, Alter? Nee, also, Jetzt habe ich den Faden verloren. Den roten Faden. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, das. Der Song auf jeden Fall. Nice ist auf jeden Fall. Ey, ist gut produziert, klingt geil. Und, geht schon aufs Maul. Also bei Rising Empire. Designen einfach nice Band, so, I don't know, ich find's geil. Es ist auf jeden Fall wieder eine Band, die man sich gut geben kann, die schön aufs Maul geben, schön so Metalcore aufs Maul halt, ne, also zum Moschen live bestimmt richtig geil, also, yes, was soll man auch dazu sagen, ist auf jeden Fall ein stabiles Ding, ey. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr die gerne auschecken, Defocus heißen die, genau, ja, die sind noch nicht so lange bei Rising Empire, wenn ich mich nicht irre, die sind, glaube ich, auch erst jetzt gejoint und diese Singles zum Album und so sind, glaube ich, die ersten Sachen auch. Die jetzt, glaube ich, über Rising released haben. Für die Leute auf YouTube ist auf jeden Fall der Link zum Video in der Videobeschreibung drin. Sonst checkt ihr aus, auf jeden Fall Defocus. Und ich würde sagen, Leute, das wär's soweit zu dem Song gewesen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, da reinzuhören. Mega.